Ja, Karpfenangeln ist zurzeit das, was am simpelsten und am zuverlässigsten gerade funktioniert. Und damit das auch simpel und zuverlässig klappt, teste ich natürlich immer wieder auf relativ kleinem Setup beziehungsweise mit kleinen Ködern für eine große Frequenz, damit man dann eben auch ratzfatz sich den Kescher voll macht und ja, damit es sich auch einfach lohnt. Ja, und zu diesem Zweck habe ich jetzt hier gerade einfach mal drei verschiedene Maiskörner ausgeworfen an bekannter Stelle. Der war gerade ein bisschen knapp, da werfen wir nochmal ein bisschen weiter aus. Ich habe jetzt gerade erst ganz frisch hier den Spot angeworfen. Na, ich glaube, ich muss noch weiter auf 17 Meter hier. Laden wir mal so bis 20 nach auf. Ja, das passt, dann gehen wir leicht in den Clip. So, zack, 1, 2, 3 sind wieder drin. Und eigentlich wollte ich hier auch gleich nochmal schön auf simple Köder sowas wie Teige und sowas auch noch testen. Aber ich gehe erstmal hin und schaue mir an, was denn hier an der Stelle ist und wie es denn hier ja zu diesen Wetterbedingungen an diesem Tag, wo ich jetzt hier bin, wie das denn funktioniert. Denn man muss ja immer auch selber testen, wie denn gerade die Bisslaune und was, auf was die Fische denn gerade stehen. Wenn ich denn jetzt hier gerade hingehe und es ist komplett verregnet, haben die Fische wahrscheinlich eine ganz andere Vorliebe, Ködervorliebe, als das, was ich vielleicht irgendwo gesehen habe in einem Video oder in einem Spot, in einem Discord. Im Discord hat zum Beispiel Dr. Dunkel hier an der Stelle erfolgreich rausgezogen. Verschiedene Schleien, Goldschleien waren dabei. Und tatsächlich auch einen Amur als Trophy, einen weißen. Und das Ganze tendenziell eher in Richtung Honig. Also, auch das werde ich gleich nochmal testen. Wobei es eben auch jetzt gerade hier relativ kühl ist. Und wenn ich so schaue bei ihm, da war es, ja, ich sag mal, ein bisschen wärmer war es dann schon. Wir sind jetzt hier schon weit unter 10 Grad in der Nacht. So kühl sah es bei ihm nicht aus. Also Link zum Discord unterm Video und dann könnt ihr auch da einfach mal schauen. In dem Bereich Bärensee hat er da sein Setup eingestellt und sein Kescher und alles, was man benötigt, um an der Stelle hier rauszuziehen. Aber einen Teil werde ich hier natürlich auch gleich nachtesten. Anfangs, wie immer, komplett ohne Futtermische. Ich will erstmal gucken, was funktioniert. Und um das zu testen, wie gerade schon gesagt, habe ich drei verschiedene Köder drin. Drei verschiedene Köder, wir gucken uns die mal eben an. Einfach nur Maiskorn, wie gerade auch gesagt, völlig simpel, ganz klein. Nur ein Maiskorn, beziehungsweise hier sind ja immer zwei dran. Doppel-Maiskorn ist das ja hier immer. Aber sonst kein Boili und so. Und hier ist es jetzt Kokossahne und Kokosnektar. Ganz, ja, ich sag mal, der große Klassiker. Dann ist hier nochmal Sahne, nur mit Sahne. Und hier ist dann mal drauf Karamell mit Milchcreme als Aroma. Also alles eher so ein bisschen süßlich-milchig. Und damit testen wir und danach geht es vielleicht mal ins Richtung Fischige oder auch eher Würzige. Ja, oder tatsächlich einfach gleich auch nochmal in Richtung Honig testen. Denn das ist ja auch durchaus möglich, dass man dann sagt, okay, wir machen das einfach mal und testen das dann. Wenn das doch beim Dr. Dunkel das schon so gut geklappt hat, probieren wir das doch auch einfach mal. So, ich werfe nochmal ein bisschen weiter, ob das war zu weit aufgeladen. Nochmal abbrechen. So. Genau, dann kommen wir schön in den Clip. Und hier auf 17 Meter. Ja, schon oft gesagt, 17 Meter wegen dem Untergrund. Dementsprechend haben wir natürlich auch hier unser LED-Core und unser Blei angepasst. Braun. Also Clay oder Schlammfarben. So. Und ja, wir sind hier, ich sag mal, relativ dick vom Setup. Das heißt, Amure können hier gerne reingehen. Und das werden wir halt sehen, wenn da was reingeht. Einser Haken überall drauf.
einfach so für den Start. Man kann natürlich auch einfach noch kleiner reingehen, 6er oder 4er Haken, wie im letzten Karpfen-Start an der alten Festung-Video. Ich verlinke das nochmal. Da ruhig gerne nochmal reingucken, auch so für den Aufbau und fürs Testen oder auch für die Futtermische und die Wirkung der Futtermische auf den Spot. Das wird dann alles nochmal ein bisschen erklärt. Das bezieht sich natürlich ganz genauso auch hier auf das Angeln am Bärensee. Ja, wenn jetzt hier so eine Flaute ist, dann ist das auch gar nicht so unüblich, gerade in der Nacht. Da ist das nun mal so. Und normalerweise haben wir jetzt gleich 4 Uhr und dann fütter ich an. Aber im Moment fütter ich immer noch nicht an. Ich will erstmal noch wissen, was so in den Morgenstunden reingeht. Und vielleicht nehme ich doch tatsächlich eine Rute raus. Und zwar hier meine experimentellste. Auch wenn die schon ein bisschen was geliefert hat, nehme ich die einfach mal raus. Und wir nehmen hier ganz normal die Schlaufenmontage und tun hier tatsächlich mal den Honigteig drauf. So, drauf damit und auch den wieder auf 17 Meter ausgeworfen. Jawohl, und dann gucken wir mal, was da geht. Jetzt so gleich, 4 Uhr, 5 Uhr morgens. So, wir haben kurz vor 4. Das heißt, jetzt so langsam kann was losgehen. Wenn wir das hier mit dem Honig ein bisschen weiter ausbauen wollen, haben wir da natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, auch verschiedene Testmöglichkeiten. Hat es da gerade noch gebimmelt? Vielleicht auch nicht. Also gucken wir einfach mal rein nach Honig, was es denn alles so gibt. Und dann sehen wir auch schon jede Menge verschiedene Köder, die eben Honig mit dabei haben oder hauptsächlich Honig beinhalten. Klar, natürlich der Honigteig als erstes, den habe ich jetzt draußen. Dann gibt es aber eben auch noch sinkende Boilies. Dann gibt es hier diese Pomor in diesen Röhren. Die sind alle nur vom Weihnachtsmarkt. Also die Marke Pomor, wenn ihr das irgendwo mal seht, egal was, alles von der Firma Pomor ist Weihnachtsmarkt, bekommt man also im Laufe des Jahres so gar nicht. Dementsprechend ist das natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel, wenn ich das jetzt hier nehmen würde. Aber sowas funktioniert natürlich auch sehr gut. Was man dann alternativ nehmen könnte, wäre jetzt hier Honigbirne bzw. hier Honigcream. Gucken wir da einfach nochmal eben rein. Honeycream, Honigsahne sozusagen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Und das heißt, wir könnten gleich vielleicht durchaus mal eine Kombination einfach so umbauen. Und da ich ja gerade mit Pop-Up unterwegs bin, wäre das hier tatsächlich interessant. Denn das sind hier nochmal kleine 14er Boilies. Also das würde mich hier gerade interessieren. Oder eben bei den sinkenden Honigbirne Soluble. Also auch das durchaus nochmal eine Idee, wobei mich das Cream gerade noch ein bisschen mehr anspricht, denn wir haben hier auf Sahne anscheinend ganz gute Ergebnisse, aber eben auch jetzt gerade rechts außen der Honigteig, der liefert auch schon direkt. Das ist doch schon mal gut. Also jetzt hatten wir hier nochmal auf Kokossahne und so tasten wir uns jetzt einfach so ein bisschen ran an die Aromen, die jetzt gerade gemocht werden, ohne eine Futtermische. Immer noch komplett ohne Futtermische. Erstmal gucken, was denn hier so geht. So, oh, da ist, und der ist wieder ab. Na, gucke mal. Aber dann bauen wir das doch jetzt hier einfach mal um. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal die Kombination Pop-Up. Wir haben hier jetzt einmal den Boilie und nehmen hier den Honig, wie gerade schon gesagt. Und dann nehmen wir jetzt hier den kleinen Honigcreme. Also Honigsahne. Und dann nehmen wir dazu auch nochmal Sahne als Mais. Hatten wir ja gerade schon. Und wir lassen einfach die Sahne mit drauf. Und dann geht das Ganze so in Kombination wieder raus. Zack, vielleicht ist das ja gerade der Kicker. Vielleicht ist es genau das, was die Karpfen gerade wollen. So, weil wir ja hier gerade so ein bisschen rumexperimentieren, nehmen wir das andere hier auch noch. Jetzt haben wir hier natürlich zwei Möglichkeiten. Wir könnten hier jetzt natürlich auch nochmal vielleicht was in Richtung Pop-Up nehmen. Ich wollte aber eigentlich gerne Honig, gucken wir gerade nochmal eben, Soluble, genau. 16er, also Honig, Birne,
auflösend. Immer wieder gut, diese auflösenden, wirken hervorragend, gerade wenn man keine Futtermischer hat. Da läuft das. Man kann auch einfach mal in der Suche im Shop nur Soluble eintippen. Da kommen da einige Aromen, das gibt es leider nicht für alles. Und es sind eben die klassischen, also die sinkenden Boilies. Also dementsprechend dann die klassische Haarmontage. Sinkender Boilie, man kann das auch solo nehmen. Und dann tippt man mal Soluble oder Sol einfach nur an. So, und dann sehen wir hier schon mal eine große Auswahl an verschiedenen auflösenden Boilies. Krabbe, Muschel zum Beispiel, absolut wichtig. Scharfe Kirsche geht gut. Oder eben, was ist noch hier, genau in Richtung Sahne. Das geht natürlich auch immer hier wieder gut. Das ist immer sehr wichtig, solche Kombis. Und jetzt gucke ich gerade, wo ist denn hier gerade meine Honig hier oben? Honigbirne. Aber das kombiniere ich, glaube ich, nochmal, oder? Honigbirne. Gibt es Birne? Ich glaube nicht, ne? Saure Birne gibt es. Saure Birne oder Honigbirne? Dann nehmen wir doch lieber Honig als Aroma. Berghonig oder wilder Honig ist, glaube ich, wurscht. Wir machen es mal ein bisschen wilder. Soluble, jawohl. Und raus damit. So. Und dann gucken wir mal, was da denn so geht. Weiter geht's hier. Auf entspannt mit dem Honigteig. Da geht natürlich auch vieles drauf, ne? Man sieht es direkt hier, Giebel und Co. Also auf die ganzen Teige, da hat man natürlich die größte, größte Auswahl an Fischen, die da irgendwie Bock drauf haben. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr praktisch, wenn man gerade so mit vielleicht Fiederrouten hier unterwegs ist, noch nicht ganz so weit, ist im Grundangeln. Oder man hat sich das Fortuna Carps jetzt hier frisch gekauft und hat dann vielleicht erstmal nur so 14, 15 Kilo Rollen da drauf, vielleicht so eine HSV. Dann nimmt man vielleicht ganz gut erstmal nur den Teig und gibt ein bisschen Gas. Hauptsache rausziehen, alles mitnehmen, was da drauf reinballert. Hauptsache der Fisch, der lübt und der Honigteig, der liefert. So, jetzt haben wir ja hier sehr viel Honig mittlerweile drin und Sahne. Was für eine Futtermische bauen wir? Eine mit Honig und eine mit Sahne. Also testen wir das Ganze hier mal. Wir machen das Ganze ein bisschen süßlich. Und ich nehme nur die hier in Bällchenform, weil wir ja nur 17 Meter rauswerfen. Das heißt, wir brauchen hier nicht zwingend sowas wie ein PVA oder so. Für die Fische hier, gerade auch für Schleie und Co., immer gerne Maismehl nehmen. Ich habe ja so ein bisschen Hoffnung, dass da vielleicht auch noch eine Goldschleie reingeht. Und dann gucken wir hier einfach mal nach Honig als erstes. Da haben wir einmal Berghonig und dann nehmen wir nochmal Sahne dazu. Dann haben wir hier eine große Auswahl an Sahne. Hier haben wir sogar Kokossahne. Ich nehme aber einfach hier süße Sahne. Auch so die 8 mm großen, gar nicht so ganz große Feed Pellets. Und dann gehen wir hier nochmal rein mit Mais. Auch immer wieder eine gute Basis. Und dann hätten wir hier noch einen frei. Tja, da müssen wir mal überlegen. Entweder gehen wir jetzt hier nochmal ins Fruchtige oder wir nehmen vielleicht nochmal ein bisschen was Würziges. Das könnte man auch nehmen. Mais, Mais, Mais. Als Basis nehmen wir, glaube ich, mal Honig. Nehmen wir mal den Honig als Basis. Jetzt sind wir schon sehr süßlich unterwegs. Ich glaube, ich nehme noch mal ein bisschen was Neutrales oder wirklich eher ein bisschen was Würzigeres. Und zwar nehmen wir einfach mal den guten Hanf. Würziger Hanf wäre jetzt hier eine Möglichkeit. Oder was halt immer mega gut ist, ist der magische Hanf. Den magischen Hanf, den nehmen wir. Und dann machen wir jetzt hier den magischen Honig draus. So. Magischer Honig Bärensee. Da haben wir das auch schneller raus. Zack und herstellen. Ab geht es. Ob das jetzt hier liefert, ich bin ja gespannt. Ich bin ja gespannt. Aber es läuft ja jetzt schon auch so ganz gut. Das heißt, wenn jetzt hier die Futtermische reingeht, braucht es natürlich vielleicht in-game so eine knappe Stunde. Und dann haben wir mit Sicherheit eine Auswirkung der Futtermische auf den Spot. Aber ich muss sagen, im Moment muss es fast gar nicht sein mit Futtermische. Wenn man so ein bisschen entspannt unterwegs ist und das jetzt nicht so ganz eilig hat, dann kann man, glaube ich, auch ganz ohne. Aber wir wollen ja hier im Idealfall ein bisschen mehr Frequenz. Also da soll schon was gehen. Und da haben wir auch hier den ersten Biss auf Honig. Das ist der und Honigbirne, ne? Schuppenkarpfen geht rein.
Na guck, Honigbirne 16, wilder Honig, das ist schön. Wilde Kombi und es funktioniert. So, und jetzt gucken wir nochmal eben nach unserer Futtermische. Und zwar war das magische. So, magische Schleie Magic habe ich auch noch. Mensch doch. Und dann raus damit. So, jetzt sind wir ja hier auf, wenn wir maximal auswerfen, werfen wir ungefähr 20 Meter aus. Wir wollen ja auf 17 Meter an diesen Spot. Das heißt, wir gehen einfach mal so ungefähr 3 Meter nach hinten. Und dann ballern wir das raus. Zack. Passt das. Kommt mir fast auch ein bisschen zu weit vor. Ich gehe nochmal ein bisschen weiter nach hinten. Das Ganze, die Routen oder die Köder, die sinken ja auch noch ein bisschen ab. Also fallen die dann vielleicht noch eher ein bisschen zu mir wieder zurück. Beziehungsweise, wenn es in den Clip geht, gehen die auch noch mal ein bisschen zurück. Also lieber ein bisschen kürzer als zu weit werfen und dann bedenken. Einschlagort. Platsch. Da ringsherum 2,5 Meter Radius. Also im Radius 2,5 Meter herum wirkt das Ganze. Ballern wir noch mal 2 Stück rein. Zack, zack. Ich habe gar nicht mitgezählt. Aber vom Gefühl her passt das schon. So, das Ganze braucht jetzt natürlich, die Futtermische fängt an zu wirken. Wie im gerade schon erwähnten Video an der alten Festung, was da passiert, wie sich das auswirkt, einfach mal reingucken, war ja gerade schon verlinkt. Wenn das jetzt gleich gewirkt hat, gucken wir mal, was passiert, ob immer noch diese Fische da sind oder eben nicht. Vielleicht, und das wäre nicht so schlecht, gehen ja hier dann auch gleich noch ein paar Goldschleien rein. Fände ich gut. Das ist auch der Grund, warum die ganzen Köder hier, die ich verwende, relativ klein sind. Wenn hier die Goldschleie ist, und sie ist immer mal wieder hier, also ist es nicht so selten, dann haben wir vielleicht hier die Chance, hier einfach nochmal eine schön große Goldschleie zu fangen. Die Schleien scheinen schon mal anzukommen. Die Schleien mögen das. Hier jetzt gerade auf Sahne. Dann schießt hier der nächste rein. Auf Birne mit oder Honigbirne mit Honig. Und dann geht der schwarze Amur rein. Auch nicht schlecht. Nehmen wir auch gerne mit. Und wieder raus damit. Also so kann das gerne schon wieder weitergehen. Und hier außen, da zuppelt. Das ist hier nach wie vor immer noch der Honigteig. Die simpelste Montage. Auch das funktioniert. Testen auch einige immer wieder hier am Bärensee. Komplett nur mit dem Honigteig. Kann man wirklich gut machen. Das geht bis hin zur Barbe, die dann manchmal hier reingeht. Und dann lübt das Ganze. Ja, so und so ähnlich. Und so geht das weiter. Ich muss sagen, für mich zurzeit das Karpfenangeln das sicherste, die sicherste Einnahmequelle. Denn es gibt immer wieder irgendwelche Spots, wo man hingehen kann. Ob das eben alte Festung ist, ob das hier am Bärensee ist. Natürlich, wenn man schon hin kann, wenn man vom Level her passend unterwegs ist und vom Setup natürlich auch zum Bernsteinsee. Oder mal an der Sura auf Wildkarpfen, auf Marmorkarpfen oder Silberkarpfen. Auch das super easy und safe. Wenn ich das jetzt vergleiche mit den letzten gut 3 Stunden, wo ich getestet habe, auf Spinning, auf Pose, die verschiedensten Gewässer abgeklappert habe, ist das einfach immer safe. Also, solche Spots hier gehen immer. Ja, so langsam wirkt die Futtermische, würde ich sagen. Den nehmen wir doch hier nochmal mit. Ich bin gespannt, was da jetzt reingeht. Rechts außen hat aufgehört zu zuppeln. Gucken wir mal, was denn hier noch geht. Relativ kühler Tag heute. Eigentlich finde ich es immer gut, wenn es hier am Bärensee ein bisschen wärmer ist. Der ist auch schon wieder abgeflutscht. Schade. Hat gebissen, aber nicht richtig gehakt. Jo, das passiert halt. Und hier gehen tatsächlich die Barben, wie gerade schon gesagt, auf dem Honigteig. Jo, also es zuppelt und es zuppelt und es soll auch so weitergehen. So soll das sein. Ich würde sagen, wir zuppeln uns heute Abend live auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags ja immer auf Twitch, immer um 19 Uhr. Und da haben wir die nächste Schleie. Sehr schön. Ja, und ansonsten an den anderen Tagen auf YouTube auch immer live. Nicht immer mit RF4, immer mal wieder was anderes. Das muss auch sein zur Abwechslung. Bis auf samstags jeden Tag Livestream 19 Uhr. Also, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Danke dafür. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder wie gesagt im Livestream. Bis dahin, Petri.